erste deutsche migrantische Late-Night-Show mit Nalan Sipar. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, euch geldenis. Ich freue mich, dass wir uns nach einem Jahr endlich in diesem Format wiedersehen. In der ersten Folge von Nalans Late Night Show geht es natürlich unter anderem um das Coronavirus oder wie Mero sagt, Corona, Morona, Orona, Brona, Walla, wir kämpfen um Brot. Außerdem geht es noch um den CDU-Parteitag am Samstag und die Kanzlerin Angela Merkel. Und am Ende werde ich sogar singen. Yalla, wir starten mit der wichtigsten Nachricht dieser Woche. Seit Montag sind in Deutschland verschärfte Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Und zwar diese. So werden etwa die Kontakte weiter eingeschränkt. Ein Hausstand darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Die meisten Bundesländer machen bei Kindern aber Ausnahmen. Und dort, wo der Inzidenzwert bei mehr als 200 liegt, kann der Bewegungsradius auf 15 Kilometer beschränkt werden. Und wir alle so, oder geht's euch anders damit? Schreibt es in die Kommentare. Aber ja, kann man nicht ändern. Politiker sagen, der einzige Weg aus der Krise ist die Impfung. Doch obwohl der Impfstoff aus Deutschland kommt, kommt die Impfung in Deutschland nicht wirklich voran. In Thüringen zum Beispiel hat ein Hacker das Online-Impfportal lahmgelegt. An einem anderen Tag war die telefonische Hotline wegen eines Stromausfalls nicht erreichbar. Hunderte Termine sind verfallen. Und in Bayern? Die haben beim Transport von den Impfstoffen Kühlboxen aus dem Campingbedarf benutzt. Was ist passiert? Hunderte Impfdosen sind falsch gekühlt und kaputt, ja. Aber Kühlboxen für den Camping? Bayern, was machen Sachen, ja? Was ist das ganz genau? Hallo. Hallo. Na? Na, was machen Sachen? Kein Wunder, dass es woanders schneller geht als hier bei uns. Wie steht's um Deutschland im internationalen Impfvergleich? Auch das können wir uns anschauen. 28 Millionen Menschen haben weltweit die erste Impfdosis bereits erhalten. Weltweiter Spitzenreiter, was die Impfungen angeht, ist derzeit Israel. Da ist nämlich etwas mehr als 21% der Bevölkerung schon mit der ersten Impfdosis geimpft worden. Und knapp 50.000 Menschen haben sogar schon die zweite Impfdosis erhalten. Da spricht man dann ja von einer Immunisierung. Wir müssen leider etwas weiter nach unten scrollen, um Deutschland zu finden, hier unten. Da sind es nämlich bis jetzt nur knapp 690.000 Menschen, die die erste Impfung erhalten haben. Hier auf der rechten Seite sehen Sie gar nichts, also noch keiner wurde das zweite Mal geimpft. Und so sieht die Impfquote in Deutschland nach Bundesländern aus. Mecklenburg-Vorpommern ist im Moment, was die Impfquote angeht, auf Platz Nummer 1 mit 1,5. Und Sie sehen es, dann haben wir hier schon 0,8, 0,5 in den anderen Bundesländern. Also wie gesagt, da ist noch wirklich viel Luft nach oben. Laut Umfragen wollen 57% der Menschen in Deutschland sich impfen lassen. Während die einen es kaum erwarten können, endlich geimpft zu werden, kannst du andere damit jagen. Und bei dem Rest herrscht Verwirrung. Verdammt, ich impf mich, ich impf mich nicht. Verdammt, ich trau mich, ich trau mich nicht. Verdammt, ich frag mich nicht, soll ich mich nochmal informieren? Damit das klar ist, der Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, ich habe im Bundestag mein Wort gegeben, in dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Der Ministerpräsident von Bayern hätte aber doch gerne eine Impfpflicht und zwar nur für Pflegekräfte. Apropos Söder, in Bayern müssen Menschen ab Montag in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften die FFP2-Masken tragen, die ich übrigens letztens für 5 € pro Stück gekauft habe. Abgesehen von der Debatte um die Frage, ob die FFP2-Masken wirklich so sicher sind oder nicht, denn manche Experten sagen, man muss die FFP2-Masken auf glatte Haut tragen, also für mich kein Problem, aber für Männer mit Bart gibt es keinen Schutz. Wäre da die Frage, denkt Herr Söder denn auch eventuell daran, diese Masken für Geringverdiener kostenlos zur Verfügung zu stellen? Ich finde, Markus Söder sollte sich erstmal darüber Gedanken machen. Zurück zum Thema Impfen. Meine Meinung ist, wer sich und andere schützen will, kann sich impfen lassen. Wer das aber nicht will,
muss das nicht tun. Ich würde niemanden dafür verurteilen. Dein Körper, deine Entscheidung. Aber hört bitte auf, die Fake News über eine angebliche Impfpflicht zu glauben und zu verbreiten. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich die letzten Monate immer wieder versucht habe, Fake News zu enttarnen. Und ja, in meinem allerersten Video, in dem ich auf Türkisch über die Fake News zu Coronavirus spreche, kann es schon sein, dass ich ein bisschen ausgerastet bin. Böyle böyle haberler maalesef yalan haberler, sahte haberler WhatsApp gruplarında dolaştırılıyor. Bunu yapmayın. Gerçekten çünkü bu çok tehlikeli bir şey. Yani çünkü şuna da neden oluyor. Şöyle düşünün. Bakın siz belki sağlıklı bir insansınız. Bu tip haberleri paylaşan. Sizin gibi sağlıklı olmayan insanlar var. Psikolojik sorunlu olan insanlar var. Panik atak olan insanlar var. Bu insanlar bu mesajları aldıklarında psikolojik olarak çöküntü yaşıyorlar ve paniğe kapılıyorlar. Yani sizin öylesine oradan oraya gönderdiğiniz bu sahte haberler, yalan haberler insanların sağlığını tehdit ediyor. Bunu lütfen yapmayın. Das sage ich bis heute mantramäßig immer wieder. Dass einzelne Menschen gegenüber Impfstoffen skeptisch sein können, kann ich schon verstehen. Aber skurril wird es, wenn ein Parlament behauptet, westliche Impfstoffe würden womöglich zu Impotenz führen und deswegen würden sie es verbieten. Kein Witz, das hat das iranische Parlament gesagt. Und vergangene Woche hat der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Khomeini die Einfuhr von Impfstoffen aus den USA, Frankreich und Großbritannien verboten. Ich bin irgendwie... Have you ever had a dream that you had, you could do, you want... Eine weitere skurrile Nachricht kam diese Woche aus Deutschland, genauer gesagt aus Hameln. Überschrift: Illegaler Kindergeburtstag. Gäste verstecken sich vor Polizei in der Toilette. Die Polizei in Hameln hat einen Kindergeburtstag mit 30 Gästen aufgelöst. Um von den Beamten nicht entdeckt zu werden, schloss sich eine Frau mit 5 Kindern in der Toilette ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Mama, ich muss aber pinkeln. Nicht jetzt, Anna. Die anderen hätten sich in Schränken versteckt. Entgegen der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie trafen sich die 30 Teilnehmer in der Wohnung. Gegen die 15 anwesenden Erwachsenen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Wegen der Pandemie haben wir in den vergangenen Monaten viele skurrile und seltsame Nachrichten gehört. Aber vielleicht gibt es eine kleine Sache, die Corona doch gut gemacht hat. Und zwar hat die AfD im Vergleich zu 2020 bei ihren Umfragewerten 5 Prozentpunkte verloren. Laut einer Umfrage von RTL und NTV Trendbarometer hatten die AfD im Januar 2020 13% Zustimmung. Und im Januar 2021 sind es 8%. Meiner Meinung nach sind auch 8% zu hoch. Aber zu Recht. Könnt ihr euch an den Thomas Seitz von der AfD erinnern? Sie haben ein löchriges Tuch, das ist keine Maske. Es ist keine Maske. Ich fordere Sie auf, diese Maske zu tragen. Haben Sie eine steril verpackte, dann nehme ich gerne von Ihnen. Die ist. Sie haben sie jetzt kontaminiert. Die ist aus der sterilen gut, Verpackung. Die ist aus der sterilen Verpackung. Gut, Sie bleiben jetzt hier stehen. Ich kriege sie auf den Stift. Ein Theater, was hier abgeht, ist nicht zu fassen. Ich nehme jetzt hier den Stift, damit ich es nicht berühre. Er kann sie ja selber nehmen. Nee, er kriegt jetzt den Stift. So. Vielen Dank. Und den setzen Sie jetzt bitte auf. Mit dem Maulkorb darf ich jetzt hier das Pult verlassen. Das ist kein Maulkorb, sondern das ist eine Maske. Und wenn Sie noch weiter so machen, dann kriegen Sie einen Ordnungsruf. Er wollte keine Maske tragen, dann war er mit Corona infiziert, sogar auf der Intensivstation, hat es überlebt und sagte dennoch, ich sag ja nicht, dass es Corona nicht gibt, aber ich glaube nicht, dass es eine Pandemie ist. Und ich glaube nicht, dass man Sie nach Ihrer Meinung fragen sollte, lieber Herr Seitz. Wahnsinn, Wallah. Kommen wir zur Parteipolitik. Diesen Freitag und Samstag findet der CDU-Parteitag statt. So endete der Parteitag im Jahr 2018. Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen,
meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Denn wir alle stehen in der Zeit. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Und an Ihre Stelle soll jetzt ein Mann folgen. 1001 CDU-Mitglieder werden darüber abstimmen, wer den Parteivorsitz übernimmt. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Parteivorsitzende auch der Kanzlerkandidat der Partei werden. Höchste Zeit also, sich die Kandidaten genauer anzuschauen. Und zwar in unserer neuen Rubrik Mach mal Unboxing. In dieser Rubrik werde ich für euch Gegenstände aus dieser Box holen, die für etwas oder eine Person stehen. Heute geht es um die Kandidaten für den Parteivorsitz der CDU. Fangen wir mit Armin Laschet an. Diese Maske von der Marke Van Laak, die ihr wahrscheinlich auch von DM oder Rossmann kennt, steht für Armin Laschet, den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise für seinen Sohn Johannes Laschet, der sich auf Instagram Joe Laschet nennt und ein Modeblogger sein soll. Okay, die Geschichte geht so. Armin Laschet braucht so ungefähr 1,3 Millionen Alltagsmasken, davon hier für die Polizei in NRW. Das machen fast 2 Millionen Euro. Und da fragt er seinen Sohn Joe, ob er jemanden aus der Branche kennt, der ihm schnell weiterhelfen könnte. Und da sagt Joe so ungefähr, ja Papa, ich arbeite hier als Model für Van Laak, die könnten dir wahrscheinlich weiterhelfen. Dann ruft Papa Laschet bei dem Modeunternehmen an und bestellt 1,3 Millionen Masken. Einfach so. Das Land NRW verteidigt sich und sagt, wir haben wegen Dringlichkeit auf Ausschreibungen verzichtet. Weil, ich dachte, so etwas gibt es nur in der Türkei. Armin Laschet sagt jedenfalls. Und natürlich habe ich auch meinen Sohn gefragt, der sich in der Textilindustrie auskennt. Und irgendwann sagt er, du, da ist Van Laak, die könnten hier helfen. Ich sage, gib mir die Kontakte, ich rufe den an. Und mein Sohn hat das gemacht, was jeder in dieser Situation gemacht hätte. Helfen. Ohne jeden Lohn, ohne jeden Vorteil. Die Opposition sagt, nee, so geht das nicht. Und jetzt? Das NRW-Innenministerium hat die Vorwürfe geprüft, bekam Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vertrages und zog die Notbremse. Bis März soll es eine neue EU-weite Ausschreibung geben. Was los, Deutschland, Motschland? Schreib's mal unten in die Kommentare. Wie findest du das eigentlich? Kommen wir zu dem zweiten Kandidaten. Und bevor ich euch seinen Namen verrate, zeige ich euch erstmal den Gegenstand, der für ihn stehen soll. Das ist eine LGBTI-Flagge. Und für wen könnte diese Flagge stehen, wenn nicht für Friedrich Merz? In einem Interview fragt ein Bildreporter Friedrich Merz, hätten Sie Vorbehalte, wenn heute ein schwuler Bundeskanzler würde? Und das ist seine Antwort darauf. Hätten Sie Vorbehalte, wenn heute ein schwuler Bundeskanzler würde? Nein. Wäre für Sie völlig normal? Also ich sage mal so, über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft. An der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht. Was soll diese Antwort eigentlich? Was hat Pädophilie mit Homosexualität zu tun? Merz' Aussage finde ich homophob und vom letzten Jahrhundert. Deswegen diese Flagge für Herrn Merz. Kommen wir zu dem letzten Kandidaten, der seine Kandidatur eigentlich als erster bekannt gegeben hatte. The Revenant, zu Deutsch Norbert Röttgen, der Rückkehrer. Das ist derjenige Umweltminister, den Angela Merkel 2012 nach einer heftigen Wahlschlappe in NRW gefeuert hatte. Mittag mit dem Herrn Bundespräsidenten gesprochen und ich habe ihm gemäß Artikel 64 des Grundgesetzes vorgeschlagen, Norbert Röttgen von seinen Aufgaben als Bundesumweltminister zu entbinden. Röttgen leitet heute den Auswärtigen Ausschuss, das heißt, sie begleiten und kontrollieren die Außenpolitik von Deutschland. Röttgen sagt also, ich kümmere dem Ayaktayım und will jetzt politisch ganz vorne dabei sein. Aber weil er in den vergangenen Jahren kein politisches Amt innehatte, gibt es auch keinen Gegenstand für ihn. Irgendwie steht er auch für nichts, finde ich. Fazit?
Es kandidieren drei Männer für den Parteivorsitz der CDU. Ob ein Mann Kanzlerin werden kann, das wage ich zu bezweifeln. Schade, dass Frau Merkel nicht mehr will. Ich kann ja verstehen, dass sie nach 4 Legislaturperioden keine Lust mehr auf das Amt der Bundeskanzlerin hat. Aber falls doch noch eine klitzekleine Möglichkeit existieren sollte, sie als Parteivorsitzende zu behalten, dann würde ich gerne versuchen, sie mit diesem Lied zu überzeugen. Ne çabuk tükendi oldun yıllar, yine mi onlarla yaşayacağız? Ne çabuk tükendi oldun yıllar, yine mi onlarla yaşayacağız? Dün gelmiş gibisin, doymadım sana. Ne olur Angela, bir yıl daha kal. Dün gelmiş gibisin, doymadık sana. Ne olur Angela, bir yıl daha kal. Gitme, gitme, gitme ne olursun. Gitme, gitme. Gitme, gitme, gitme ne olursun. Gitme, gitme, başkan olursun. O da bir şey. Gehst du fort, gibt es kein Zurück mehr. Wer von den dreien kann es? Sag, wer? Nach dir traut sich keine Frau mehr. Kanzlerin kann nur noch eine Frau. Oh, bitte kein Mann mehr. Kanzlerin kann nur noch eine Frau. Oh, bitte kein Mann mehr. Geht mir, Merkel, bir yıl daha kal. Geht mir, geht mir, geht mir, ne olursun. Gitme, salgın bitene kadar ya. Gitme, başkan olursun. Und mit diesem Lied endet die erste Folge von Nalans Late Night Show. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche, Donnerstag,